Hast du gewusst, dass sich in deinem Zuhause E-Waste versteckt? Das sind Elektrogeräte, die niemand braucht, die in der Mülltonne landen und unnötig die Umwelt verschmutzen. Diese Geräte enthalten wertvolle Elemente wie Aluminium und Gold. Wow! Die lassen sich super recyceln und man kann echt coole Sachen daraus machen. Jedes Jahr landen rund 50 Millionen Tonnen E-Waste auf dem Müll. Oh Mann. Das ist so viel, wie etwa 50 Millionen Walrosse wiegen. Das sind echt viele Walrosse. Oh, das macht mich so wütend! Du kannst helfen, die Erde zu schützen. Frag deine Eltern oder Erziehungsberechtigten um Erlaubnis und suche nach alten Elektrospielzeug, Kopfhörern, Spielkonsolen, Tablets und Smartphones. Wenn du eins findest, mach es wieder heil. Vielleicht kann man es reparieren. Oder du verkaufst oder verschenkst es an jemanden, der es dringend braucht. Ja, gut gemacht! Wenn nicht, recycle die Elektrogeräte fachgerecht. Behalten oder wegwerfen ist keine Option. Durchsuch deine Schränke und Schubladen nach Elektroschrott, aber frag zuerst deine Eltern oder Erziehungsberechtigten um Erlaubnis. Auf geht's! Mit deiner Hilfe können wir den Geräten ein neues Leben einhauchen. Hammermäßig! Auf cartoonnetwork.de oder in der CN Klima Champions App findest du weitere tolle E-Waste-Herausforderungen.